Meine Reporterkollegin Greta Wagner, die war gestern in der Stadt unterwegs gewesen, in Dortmund. Sie hat mit Fans gesprochen, sie war hier am Stadion und ihre Eindrücke, das hat sie alles in einem Bericht vorbereitet. Leere Gesichter, Tränen in den Augen, Fassungslosigkeit. Nach dem Abpfiff steht es für Borussia Dortmund unentschieden. Die Meisterschaft somit knapp verspielt. Dabei hatte dieser Tag so gut angefangen. Ausgelassene Stimmung und nur eines im Visier, den Meistertitel. Ich will kein knappes Spiel, ich möchte, dass Dortmund das schnell klar macht. Und dann einfach feiern, Euphorie rauslassen. Und genau das hatten hier in Dortmund alle so geplant. Ja, Borussia, Borussia! Also, Borussia, Texte müssen noch mal geübt Borussia, werden, glaube ich. Dann machen sich hunderte Fans geschlossen auf den Weg zum Stadion. Pyro wird gezündet, doch es bleibt friedlich. Dortmund verwandelt sich in ein schwarz-gelbes Meer. Der Meistertitel nach 11 Jahren zum Greifen nah. Die Spannung liegt in der Luft, man kann sie quasi spüren. Alle hier sind einfach super aufgeregt. Alles, was ich hier heute bis jetzt mitbekommen habe, war auch sehr entspannt, nicht aggressiv, sondern alle freuen sich einfach nur und sind gespannt, was hier gleich im Stadion passieren wird. Und das ist einiges. Doch nach Halbzeitpfiff und 2 Gegentoren sieht es hier schon ganz anders aus. Damit hätte niemand gerechnet. Das ist so ein Horrorfilm. Es durfte alles passieren, nur Bayern durfte nicht in Führung gehen und wir nicht in Rückstand. Doch genau so kommt es. Vertane Chancen bei Dortmund und Bayern, die Bayern-Sachen machen, führen zu einem wahr gewordenen Horrorfilm der Dortmunder. Die Fassungslosigkeit, die sich hier nach Abschlusspfiff breit gemacht hat, ist wirklich nicht in Worte zu fassen. Heute hätte wirklich jeder mit allem gerechnet, nur nicht damit. Gefeiert wird hier in Dortmund heute auf jeden Fall nicht mehr. Bleibt abschließend trotzdem noch eine Frage zu klären. Woran hat es gelegen? Es ist halt 90 Minuten lang nicht effektiv genug gewesen. Ne? Heute hat es nicht an der Einstellung gelegen. Es war heute einfach ja, die Mainzer Ehrgeiz gezeigt. Und man darf den Elfmeter nicht verschießen. Ja. Der war sehr entscheidend. Nach 11 Jahren waren die Dortmunder ganz nah dran. Und am Ende wurden es doch wieder die Bayern. Da haben wir es gerade gesehen. Ganz viel Trauer in Dortmund. Aber was wir auch mitbekommen haben, ich glaube, diesen Zusammenhalt, den es hier vor allem, glaube ich, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gab, den wird es weitergeben. Man wird weiter hinter dem BVB stehen. Aber die große Frage wird natürlich jetzt auch sein, wie stellt man sich neu dann jetzt auch auf? Was traurig ist, und das wird sehr viele Menschen heute, glaube ich, sehr bedrückt machen, war, dass man ja eigentlich diese große Feier heute geplant hat. Es sollte ein Autokorso geben, 4 Stunden lang in der Stadt. Es gab Menschen, wir haben uns mit denen gestern unterhalten, die haben sich hier Hotelzimmer reserviert, die haben sich Wohnungen reserviert, haben da ja ein kleines Vermögen für bezahlt. Das alles jetzt umsonst, also keine Feier heute in Dortmund. Und ich kann mir, um ehrlich zu sein, auch nicht vorstellen, dass man das Ganze verfolgen wird, was da in München heute passieren wird. Na, ich glaube, in München wird auch nicht so viel passieren, eher den Trümmerhaufen zusammenzukehren. Aber die Meisterfeier wird auch nicht die größte sein. Aber Daniel, so ist halt Sport. Kann immer sein und es ist so gekommen. Alles anders, als man denkt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.